Christian Sass ist heute für TV News on Tour auf der Gamescom, die vierte Gamescom 2012. Letztes Jahr waren 275.000 Besucher hier, dieses Jahr werden fast genauso viel erwartet. Heute sind wir am Stand von Sony. Von Sony PlayStation. Sony PlayStation. Ganz neben genau. Mir haben wir die Pressesprecherin von Sony PlayStation. Nicht ganz richtig. Mein Name ist Alexandra Wankum, ich bin Senior Marketing und Communications Manager bei Sony PlayStation. Aber Sie können mir heute bestimmt einige Sachen über das neue Produkt erzählen, über das Wonderbook. Auf jeden Fall und auch sehr gerne, ja. Das Wonderbook ist eine neue Peripherie für die PlayStation 3. Wir hatten gerade ja im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, Sie kennen SingStar, Sie kennen Buzz. Ihre Hörer kennen sicher auch SingStar und Buzz, ja. Genau. Wonderbook ist eine komplett neue Peripherie, die im November diesen Jahres erscheint und ist ein Buch, was quasi 1000 Geschichten erzählen kann. Frage, Zwischenfrage, wenn ich jetzt eine PlayStation 2 oder 3 habe, ja. Kann ich das Gerät einfach per USB-Anschluss an das anschließen oder läuft das über WLAN oder über Wi-Fi? Wie kann einer, der eine PlayStation hat, das Gerät benutzen? Also wer eine PlayStation 2 hat, der kann es leider nicht benutzen. Wonderbook ist eine Peripherie für PlayStation 3. Okay. Ganz normal, in gewohnter alter Manier. Klick, steck ein und es geht schon los halt. Wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, funktioniert ganz easy. Okay, das Wonderbook ist eine Anwendung für die PlayStation. Gibt es da verschiedene Bücher oder heißt das Hauptprodukt Wonderbook? Mhm. Wie kann man sich das, wie kann man den Zuschauern das erklären, was das Wonderbook ist? Also es sind zwei unterschiedliche Neuigkeiten, die wir zu vermelden haben. Zum einen das Wonderbook, über das wir ja vorhin schon gesprochen haben. Das sehen Sie hier unten liegen, wo die beiden Mädels am Spielen sind. Ja. Das ist wie gesagt das neue Eingabegerät, die neue Peripherie für die PlayStation 3. Der erste Titel für Wonderbook ist das Buch der Zaubersprüche. Das ist das erste Spiel, was für Wonderbook erscheinen wird. Geschrieben wurde das von der Harry Potter Schreiberin, von der Frau Rowland, richtig? Es ist unter Mitarbeit von J.K. Rowling entstanden, ganz genau. Frau Rowling hat daran mitgearbeitet und da sind wir natürlich wahnsinnig stolz drauf. Frau Rowling steht für tolle Geschichten, tolle Erlebnisse, für Zaubersprüche, ja, und natürlich für das ganze Universum, was mit Hogwarts in Verbindung steht. Was wird das Produkt kosten? Es ist ein PlayStation Move-Titel, ja, das sehen Sie ja auch ganz schön. Das Eingabegerät ist nicht der ganz normale Controller, sondern der Move Motion Controller, liegt also ganz klar in der Move-Kategorie. Natürlich wird es im ersten Step nur als Bundle angeboten. Also mit dem Wonderbook, ne? Erschließt sich ja auch, weil es der erste Titel halt ist, also das Buch der Zaubersprüche plus das Buch sind Sie beim normalen Move-Preis, also bei ca. 50 Euro. Gibt es das in verschiedenen Farben? Das sieht ja aus wie ein Mikro mit einem Eisbällchen oben drauf, ne? Ja, das ist ganz witzig. Sehr viele Journalisten benutzen den Move-Motion-Controller auch immer als Mikro, um halt eine Anmoderation halt zu machen. Oder genau, eine Eiskugel kann man natürlich auch damit verwechseln, das stimmt schon. Ja, natürlich, der wechselt regelmäßig die Farben und zwar je nach Spielsituation und nach Lichteinfluss. Also Sie haben jetzt hier, Sie sehen jetzt hier bei uns auf der Seite eine pinke Kugel, drüben auf der anderen Seite vielleicht eine blaue oder eine gelbe, je nachdem. Genau. Vielen Dank für das tolle Interview. Ja, danke für. Wann wird das nochmal rauskommen? Das haben Sie immer am Anfang gesagt. Genau, im November 2012. Im November. Ganz genau. Vielen Dank. Christian Sasse für TV News on Tour.de. Danke sehr.